So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Dieses Mal ein Set-Booster in der Crimson Vow Pre-Release-Woche. Wir haben Release-Woche. Und ich habe die Farbfilter mal so gelassen vom letzten Mal. Mal gucken, wie das aussieht. Danach werden dann andere Sachen kommen. Und wir gucken uns an. Wir haben einen Human Cleric, vermutlich, mit als Artkarte. Das ist Traveling Minister. Sagt mir nichts. Forest. Ich mag diese Schwarz-Weiß-Treatments sehr. Mulch, oh mein Gott, Mulch ist hier drin. Zwei Mana, wir gucken uns mit vier Karten unseres Decks an, nehmen alle Landkarten dann auf die Hand und den Rest in den Friedhof. Das war eine Zeit lang im Dredge, im Modern tatsächlich ein Ding und auch im Standard war das ein ziemlich gutes Deck. Dementsprechend cool. Moldgrave Millipede, 5 Mana, 2-2. Und wenn ihr ins Spiel bekommt, millen wir drei Karten und legen so viele 1-1 Marken für jede Kreatur auf dem Friedhof. Okay, für eine Common ist das ein 5-Mana XXer, der halt echt riesig sein kann. Krass. Witch's Web. Was ist das denn? 2-Mana eine Kreatur kriegt +3/+3 und Reach und wird enttappt. Wir gehen weiter. Toxic Scorpion. Unser Theme ist übrigens grün. Für alle Leute, die es noch nicht verstanden haben, wir haben einfach grün als Theme. 2-Mana 1-1 Death Touch. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt eine andere Kreatur, die ihr kontrolliert, Death Touch. Sehr, sehr schön gezeichnet. Es ist wirklich schön gezeichnet. Es ist nicht so realistisch gezeichnet wie in letzter Zeit vieles. Es ist wirklich gezeichnet. Cool. Ist das eine Schnecke? Das ist eine Schnecke, das ist eine Stadt, das ist ein Typ. What the fuck? Ein Mana, eine Kreatur kriegt +2/+2 ein Trampelbissen, wenn es so ist. What? Sawblade Slinger. 4 Mana, 4-3. Wenn er ein Spiel kommt, zerstören, wenn ein Artefakt, das ein Gegner kontrolliert. Oder der fightet einen Zombie, den ein Gegner kontrolliert. Okay. Resistance Squad. 3 Mana, 3-2. Wenn er ein Spiel bekommt, wenn man einen anderen Human kontrolliert, zieht man eine Karte. Card Draw in Weiß. Zu mächtig. Dorman Grove. 4 Mana Enchantment. Zu Beginn des Zuges kommt eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur, die wir kontrollieren. Dann, wenn eine Kreatur 6 oder mehr Verteidigungsstärke hat, wird das Ding transformiert und wird zu einem 3-6. Alle Kreaturen haben Wachsamkeit. Er hat was über Wachsamkeit. Das ist gut. Wir haben einen Voldaren Epicure. 1 Mana 1-1. Wenn er ins Spielfeld kommt, fügt er jedem Gegner einen Schaden zu und ihr kriegt einen Blatttoken. Nicht bad, aber ich liebe diesen Rand. Guckt euch mal den Rand an. Diese Fangs hier oben. Oh Gott, ist das schön. So schön. Dann haben wir einen Patchwork Crawler. 2 Mana 1-2. Für 3 Mana exilieren wir eine Kreatur aus dem Friedhof und legen eine +1/+1 Mark auf den. Und der hat alle aktivierten Fähigkeiten von Kreaturen, die er exiliert hat. Cool. Das ist cool. Das ist gar nicht mal schlecht. Das ist wirklich cool. Ich kann bestimmt coole Sachen mitmachen. Und wir haben. Wonderlight Spirits, 3 Mana 2-3, kann nur fliegende Kreatur blocken, als er überfliegt. Join the Unholy Matrimony. Ja, guckt euch lieber diesen Wolf an, er ist viel süßer. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.